Ich habe schon mehrere Kommentare bekommen, die sagen, dass ich endlich mal eine Wither-Skelett-Farm bauen soll. Und da ich das selber schon öfters vorhatte, machen wir das heute mal. Da ich sowas noch nie gemacht habe, wird es sehr spannend, ob das dann am Ende funktioniert. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, denn da gibt es dann noch einen kleinen AFK-Test. Und dann jetzt erstmal viel Spaß. Als erstes brauche ich auf jeden Fall eine Festung, die in einem Soul Sand Valley-Biom liegt. Die hier liegt da teilweise drin. Okay, hier haben wir nochmal eine. Ist aber eher Basalt Delta jetzt. Ist das unsere? Ist das unsere Festung? Ich weiß nicht, ob ich die nehmen will. Glücklicherweise gibt es so eine Webseite, die sich Chunkbase nennt. Und deswegen gucke ich jetzt mal, wo da eine Festung im Soul Sand Valley liegt. Davor sollte ich vielleicht aber erstmal ein paar neue Raketen holen, denn das könnte sonst knapp werden. Ich glaube, ich habe mich verflogen. Zum Glück gibt es noch Screenshots. Ja, ja, da hinten ist es. Da ist es. Juhu. Mit frischen Raketen fliege ich jetzt mal zu den Koordinaten der Festung. Ah, perfekt. Ja, die ist gut. Also ich würde sagen, die ist super. Die nehmen wir, sammeln wir mal die Materialien. Lol, bin im Baum gelandet. Ich blende euch hier mal die Materialliste ein. Das Ganze hole ich jetzt mal. Zwei Stacks und zwei Walls. Anscheinend brauche ich Carved Pumpkins. Ja, und da sind ja auch schon welche. Carved Pumpkin, vier Eisenblöcke. Ich lasse hier mal die Turtles schlüpfen. Dann haben wir Schildkröten bei uns in der Nähe vom Dorf. Während die Schildkröten hier schlüpfen, hole ich schon mal die anderen Sachen. Drei Iron Bars. So, ich brauche hier irgendwo Cobwebs. Oh, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Höhle hat nicht, was ich brauche, aber sehr interessant. Oh mein Gott, Digga, ich brauche dafür eine Schere. Warten, bis da zwei durchgeschmolzen sind. Löschen hier den Brand. Nehmen uns zwei Eisen-Ingots, craften eine Schere und bauen mit der Schere die Cobwebs ab. Oh, ein Axolotl. Den nehme ich mit. Zack. Drei Cobwebs, zwei Trapdoors, vier Stairs, 10 Leitern, eine Tür, wofür auch immer. So viele Blöcke, 49 Slabs, vier Kisten. ...58 Obsidian. Ein Stack und 24 Glas. ...12 Redstone Repeater. 4 Schildkröteneier und nochmal 5 Stacks Temporary Dirt Dingsbums. Außerdem brauche ich jetzt auch noch jede Menge von diesen Nether Bricks. Aber die kann ich mir dann auch noch holen, wenn ich sie brauche. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum Bau. Ja moin, ich habe einfach schon drei Köpfe. Jetzt geht's aufs Netherdorf. Wenn ich hier beim richtigen Portal rauskomme, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Wir werden sehen. Und? Ja, das ist das richtige Portal. Wenn ich jetzt hier runtergehe, dann sollte die Farm anfangen. Ich würde sagen, das mache ich jetzt mal. Und dann werden wir sehen, ob das ganze Ding funktioniert. Okay, das sieht jetzt schon sehr gut aus. Ich weiß nicht, wie lange mein Essen hält, deswegen mache ich jetzt mal ein bisschen AFK-Test. Ich sage euch dann am Ende, wie lange. Davor hatte ich 6 Wither-Skelett-Köpfe, glaube ich. Jetzt habe ich 9. So, das waren jetzt so Pi mal Daumen. Hallo, Dankeschön. Das waren jetzt so Pi mal Daumen, würde ich schätzen, 10, 20 Minuten. Und ich würde sagen, gucken wir mal, was da rausgekommen ist. Und es sind, ja, 39 Uhr, das Skelettköpfe. Das reicht auf jeden Fall für das, was ich brauche. Also würde ich sagen, gehen wir mal schnell zurück und bauen den 5-fach-Beacon. Dann würde ich sagen, gibt's mal einen kleinen Ausflug ins Ende. Nummer 1. Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7, Nummer 8, Nummer 9, Nummer 10, Nummer 11, Nummer 12 und Nummer 13. Dann ist es jetzt soweit, den von mir in der letzten Folge erwähnten 5-fach Pentabeacon zu bauen.
Leider muss ich jetzt hier noch 4 Dia-Blöcke mit Gold ersetzen, was jetzt nicht so schön aussieht, aber ich werde es fixen, sobald ich kann. Und dann ist es an der Zeit, die Effekte auszuwählen. Speed 2, Jump Boost 2, Resistance und Regen und finally noch Strength 2. Es fühlt sich gleich ein bisschen anders an, hier im Dorf rumzulaufen. Aber ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Video. Warte mal, eine Sache fehlt noch. Viel besser. Also lasst auf jeden Fall noch ein Like und ein Abo da, falls ihr die Farm auch bauen wollt. Link ist in der Videobeschreibung. Und dann, ciao!